Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei der FDP Bayern. Wir haben heute das Ergebnis unserer Urwahl zum Spitzenkandidaten zur Landtagswahl. Ich muss sagen, es war für uns als Freie Demokraten wirklich ein neues Ding, dass überhaupt mal so ein großer Verband eine Urwahl durchführt zum Spitzenkandidat bei den Freien Demokraten. Wir waren der Erste, es war spannend, es hat die Partei auch durchaus mobilisiert, es gab große Anteilnahme. Allein, schönen Gruß übrigens auch da am Livestream, wie viele Mitglieder Land auf Land ab unsere verschiedenen Veranstaltungen verfolgt haben. Das war richtig toll. Gleichzeitig haben wir unser inhaltliches Profil und die Kandidaten, auch ihr Kandidatenprofil geschärft. Also man spürt richtig, dass das jetzt diese Urwahl zur Bestimmung des Landtagskandidaten oder Spitzenkandidaten der FDP Bayern eine richtige Aufbruchstimmung in der Partei losgetreten hat. Jawohl, dann genau. Die Mikros. Danke, Daniel. Ich darf Ihnen dann, nachdem der erste Wahlgang, wie Ihnen ja allen bekannt ist, noch kein eindeutiges Ergebnis zutage gefördert hat, das Ergebnis des zweiten Wahlgangs, der Stichwahl, bekannt geben. Wir hatten eine Beteiligung von 2007 Mitgliedern, die in dieser Stichwahl ihre Stimme abgegeben haben im Laufe der letzten Woche. Von diesen 2007 Mitgliedern haben 813 ihre Stimme dem Kandidaten Albert Dühn gegeben, 1179, das entspricht 58,74%, dem Kandidaten Martin Hagen. Und Martin Hagen ist somit der Stichwahlsieger und wird die FDP Bayern in die Landtagswahl führen. Und ja, dann bitteschön. Dann würde ich gleich sagen, übergebe ich an dieser Stelle an unseren frischgebackenen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Martin. Ich habe gehört, ich muss noch eine Minute warten, bis die Kamera steht. Das ist ja. Und Mikro bitte gerade stellen. Okay, danke schön. Steht? Ja. Gut. Danke. Ja, meine Damen und Herren, die FDP hat mich in der ersten Urwahl ihrer Parteigeschichte zum Spitzenkandidaten gewählt für die Landtagswahl. Das freut mich sehr, dieses Vertrauen und diese Unterstützung ist natürlich auch eine große Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich glaube, dass die FDP als Ganzes schon von dieser Urwahl enorm profitiert hat. Es war ein von großer Fairness und von gegenseitigem Respekt geprägter Wettbewerb. Ich möchte auch meinen Mitbewerbern ausdrücklich danken, insbesondere natürlich Albert Dühn, der mit mir jetzt in dieser Stichwahl war. Es war ein Wettbewerb, von dem wirklich die ganze Partei profitiert hat. Was ich eingangs, als ich meine Kandidatur erklärt habe, gesagt habe, gilt weiterhin: Niemand kann die FDP alleine in den Wahlkampf führen, sondern wir brauchen ein starkes Team und wir müssen die individuellen Stärken aller Kandidaten bündeln. Wir starten jetzt mit Vollgas in den Wahlkampf. Wir sind überzeugt, Bayern braucht keine konservative Revolution à la CSU, sondern Bayern braucht ein liberales Update. Unser Ziel ist eine neue Generation Bayern. Wir wollen Schulen und Kitas, die allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungsmöglichkeiten bieten. Söder kämpft für Kreuze in den Klassenzimmern, wir kämpfen für mehr Lehrer, für WLAN und Tablets. Wir wollen Bayern als Hightech-Standort stärken, wir brauchen flächendeckend schnelles Internet, insbesondere im ländlichen Raum. Wir brauchen eine digitale Verwaltung, wir brauchen beste Rahmenbedingungen für Start-ups und wir brauchen eine optimale Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft. Und wir wollen Bayern weltoffen und liberal halten. Wir wollen auch Freiheit und Sicherheit in Balance bringen. Die CSU hat beispielsweise mit dem Polizeiaufgabengesetz gerade einen Frontalangriff auf die Bürgerrechte gestartet. Wir als FDP sagen, wir wollen die Bürger vor Kriminellen schützen und den Rechtsstaat vor der CSU. Diese Urwahl war der Auftakt. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Wir freuen uns alle auf einen großartigen Wahlkampf und wir freuen uns darauf, als FDP Bayern zu modernisieren. In zwei Wochen beraten und beschließen wir unser Landtagswahlprogramm in Bad Windsheim und im Landesbad Freiburg. Wie es Martin, unser Spitzkandidat, auch schon dargelegt hat, wird es eine klare Modernisierungsagenda.
Das ist eine klare Modernisierungsagenda. Dann bitte jetzt an Sie schon vorher frei Fragen, Anregungen, Mitgliedsanträge. Sie haben gerade gesagt, die Arbeit geht los und eine Urwahl hat ja auch den schönen Nebeneffekt, dass man bekannter wird, mediale Aufmerksamkeit hat, zumindest bei der Basis dürfte das erfolgt sein. Aber wie sieht es mit den bayerischen Wählern aus? Wie wollen Sie die jetzt erreichen? Und ich bin Martin Hagen und bin mit der FDP in den Landtag ziehen. Wie ich gesagt habe, die Arbeit beginnt jetzt. Die Urwahl war die Voraussetzung dafür, dass wir in den Wahlkampf starten können. Sie dürfen sich darauf einstellen, dass die FDP einen fulminanten Wahlkampf hinlegen wird. Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, wozu wir kampagnentechnisch in der Lage sind. Wir treten jetzt an, auch in meiner Person mit einem jungen, mit einem neuen Gesicht. Ich sage mal, mich kennen wahrscheinlich doch nicht alle, aber die anderen Parteien werden mich kennenlernen. Und mit diesem Team im Landesvorstand, auch mit den vielen tollen Kandidaten, die wir in der Fläche in Bayern haben und mit unserer Agentur Heimat, werden wir einen großartigen Wahlkampf auf die Beine stellen und werden deutlich machen, warum Bayern die FDP im Landtag braucht. Es war in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, immer so, dass das Schicksal der bayerischen FDP und auch der Stimmenanteil ein bisschen von erst Bonn und später Berlin abhingen. Was erwarten Sie von der Bundespartei? Wird es da Rückenwind geben nach dem doch von vielen zumindest gescholtenen Auszug aus Jamaika? Oder was erwarten Sie von der Bundes-FDP? Von der Bundes-FDP erwarte ich natürlich nur das Beste. Und unsere bayerischen Bundestagsabgeordneten sind ja auch ein Garant dafür, dass es in Berlin weiter gut laufen wird. Die Umfragen auf Bundesebene sind ja sehr stabil. Wir stehen glaube ich aktuell zwischen 8 und 10%. 8 und 11% im Bund. Das ist eine sehr gute Ausgangslage, um hier in Bayern in den Wahlkampf zu starten. Wird Lindner eine Rolle spielen? Werden Sie ihn oft einladen? Natürlich wird Lindner eine Rolle spielen als unser bekanntestes Gesicht und wir werden ihn sicherlich zu unserer Wahlkampfveranstaltung einladen. Also wir, um das nochmal auf der technischen Seite, es wird eine Abschlussveranstaltungsreihe geben, in jedem Bezirk in Bayern eine. Das ist natürlich Lindner, einer der Hauptredner, Wolfgang Kubicki. Wir haben in der APO den Grundsatz gefasst, jeder Wahlkampf ist ein Wahlkampf der Gesamtpartei. Das galt nicht nur bis zur Bundestagswahl, sondern das gilt auch jetzt. Wir finanzieren bundesweit die Landtagswahlkämpfe zusammen, wir führen sie zusammen, wir planen sie zusammen und wir kämpfen ja, gemeinsam für das jeweilige Land mit den eigenen Persönlichkeiten, aber auch mit den Persönlichkeiten von Bundesebene. Und dieser Zusammenhalt, den wir in der APO entwickelt haben, der war für die FDP seit 2013 wirklich sehr erfolgreich. Inwieweit wird das, Sie haben gerade mit Agentur Heimat gesprochen, warum setzen Sie jetzt auch auf das Thema Heimat? Welche Rolle wird das Thema Heimat spielen, das ja von vielen am Anfang oft verspottet wurde und jetzt angeblich der große Renner ist? Ich meine die Agentur Heimat, das so heißt die Agentur. Ja, aber dann heißt ja auch, dass das Wort Heimat so wie dann auch eine Rolle spielt, das spielt sich ja daraus. Es ist unabhängig davon, also die Agentur, die die FDP seit 2015 beschäftigt, heißt Heimat. Das ist eine der führenden Agenturen, ausgezeichnet mit unzähligen Kreativpreisen in Deutschland. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass natürlich das Thema Heimat in Bayern auch eine Rolle spielt. Vielleicht frage ich andersrum, welche Rolle würde das Thema Heimat in Ihrem Wahlkampf spielen? Heimat muss insofern eine Rolle spielen, als dass Heimat für die bayerischen Wähler wichtig ist. Ich halte es nicht für richtig, dass man das Thema Heimat den Konservativen oder Reaktionären in unserem Land überlässt. Wir als FDP verstehen Heimat als etwas Dynamisches, als etwas, das von uns allen, den Bürgerinnen und Bürgern, gestaltet wird, etwas, das sich auch verändert, etwas, das Einflüsse von außen und neue Dynamiken von innen erlebt. Und insofern ist Heimat etwas, das natürlich für alle Bürger und auch für die Politik eine Rolle spielt. Und das bedeutet für uns gerade nicht, dass wir eine Leitkultur definieren, in der sich jeder ja, zurechtfinden muss oder die jeder annehmen muss, damit er Teil der Heimat ist. Es bedeutet für uns als Liberale, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass jeder in Bayern glücklich und erfolgreich leben kann. Das ist unser Begriff von Heimat. Dass wir Bayern lieben können und lieben wollen, aber uns auch weiterentwickeln, so wie jeder nach seiner eigenen Fasson glücklich werden kann. Also die Bürger schaffen die Heimat, nicht der Staat, der oktroyiert sie den Bürgern auf. Was andere anders sehen. Denn an Umfragen ist ja das Thema Sicherheit, das Thema Flüchtlingspolitik noch immer eines, das die Menschen am allermeisten bewegt. In der Frage der Flüchtlingspolitik, welche Akzente denn Sie da setzen? Die großen Linien in der Flüchtlingspolitik werden ja von Berlin gesetzt.
Dort regiert die CSU seit 4 Jahren. Länger, aber jetzt seit 4 Jahren, seit wir dieses Problem haben, das wird ja manchmal vergessen. Also die CSU ist für all das, was passiert ist, mitverantwortlich. Sie hat in den letzten Jahren so eine Doppelrolle gespielt. Sie hat einerseits am lautesten und polemischsten gegen die Flüchtlingspolitik sich gewendet und hat zum Teil auch mit Übertreibungen und zum Teil auch Äußerungen, die in das Fremdenfeindliche gingen und ins Schüren von Angst, auch die AfD stark geredet. Sie hat andererseits in der Bundesregierung ganz offenkundig es nicht geschafft, dass hier wieder rechtsstaatliche Prinzipien einkehren. Sie hat es also nicht geschafft, dieses Problem zu lösen. Für Bayern ist für mich insbesondere relevant, dass wir Flüchtlinge schnell in den Arbeitsmarkt bringen und in den Ausbildungsmarkt. Das ist etwas, wo Bayern momentan auf der Bremse steht, weil es die 3+2-Regelung nicht umsetzt. Also die Regelung, die Firmen, insbesondere Mittelständlern, Handwerkern, Planungssicherheit gibt, wenn sie Flüchtlinge als Azubis anstellen. Und wir werden natürlich auch in Bayern das große Thema spielen, auch wenn es auf Bundesebene entschieden wird. Wir als FDP treten an für ein Einwanderungsgesetz, wir treten an für eine klare Trennung zwischen Asyl, zwischen Flucht vor Krieg und zwischen Zuwanderung. Eine solche Lösung, die den Druck vom Asylsystem nimmt und die einerseits legale Wege der Einwanderung schafft und andererseits aber auch klar macht, wer keine Chance hat, dauerhaft nach Deutschland einzuwandern, das werden wir auf allen Ebenen, sei es in Bayern, sei es in Berlin, natürlich forcieren. Und da ein kleiner Spoiler nochmal zur Bundestagsfraktion. Wir arbeiten bereits an einem Gesetzentwurf für ein Einwanderungs-Zuwanderungsgesetz. Das werden wir, sobald es fertig ist, das ist nicht ganz trivial, sobald es fertig ist, im Bundestag einbringen. Und dann muss die CSU, dann muss die SPD, dann muss eine grüne Farbe bekennen. Das ist auch ein Punkt, wo Land und Bundesebene zusammenarbeiten, in Deutschland ganz massiv an einem Zuwanderungs-Einwanderungsgesetz. Entschuldigung, bitte. Es wird ja nicht umhindern, dass wir irgendwann mal, dass möglicherweise nicht alleine in den Landtag regiert werden wird. Wie halten Sie es denn, so wie in Berlin, dass Sie sagen, okay, wir sind zwar bereit, aber wenn es uns dann nicht passt, dann hauen wir auch ab, oder? Oder werfen hin, also als Koalitionspartner möglicher. Wir werden es in Bayern so halten wie in Berlin, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass wir aber nicht unsere Überzeugungen über Bord werfen. Also wenn es inhaltlich passt und wenn es auch vom Klima der Zusammenarbeit passt, dann werden wir uns einer Regierung nicht verweigern, aber regieren um jeden Preis, das ist nicht das, wofür wir als FDP bei Wahlen antreten. Jetzt frage ich nochmal gezielt nach Herrn Hagen, ist Ihr Ziel schon mitzuregieren oder nicht? Erste Frage, zweite Frage, die Frage in Bayern, wie sind Sie bei 5-6% in diesem Jahr? Was wäre eine Prozentmarke, wenn Sie zufrieden sind im September, Oktober? Die FDP ist für mich immer eine Partei mit Gestaltungsanspruch. Die FDP ist keine Protestpartei. Und man kann besser gestalten in einer Regierung als in der Opposition. Von daher nochmal, wenn es die Möglichkeit gibt, liberale Inhalte umzusetzen, dann sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ein Prozentziel möchte ich nicht ausgeben. Erstens, als Spitzenkandidat alleine steht mir das nicht zu. Da haben wir noch Parteigremien, die das beraten. Und zweitens stehen für mich auch nicht Zahlen im Vordergrund, sondern mir geht es um Inhalte. Ich möchte Bayern modernisieren, ich möchte etwas tun für die Bildungsgerechtigkeit, ich möchte Bayern weltoffener, liberaler machen, ich möchte Bayern wirtschaftlich nach vorne bringen. Ob man das mit 6, 7, 8 oder 9% kann, das ist erstmal zweitrangig. Was wären denn Ihre, wenn ich nochmal eine Anschlussfrage stellen darf, Ihre zentralen Punkte? Also ich erinnere mich irgendwie, der FDP, die in Bayern zum Beispiel das Ladenschlussgesetz reformieren wollte. Wäre das ein Punkt, sozusagen, wo Sie in der Landespolitik rangehen? Sie sagen, Bildung haben Sie angesprochen. Was wären so 3 Kernforderungen aus heutiger Sicht für den Wahlkampf aus der FDP-Warte? Das Ladenschlussgesetz ist auf der liberalen Agenda. Das werden wir natürlich auch weiterhin fordern. Wir möchten die Ladenöffnungszeiten an Werktagen freigeben. Da ist Bayern ja zusammen mit dem Saarland das einzige Bundesland, was noch die völlig veraltete Bundesregelung anwendet. Die Bildung spielt für uns immer eine große Rolle. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Schule. Wir wollen die frühkindliche Bildung stärken. Wir wollen auch die Digitalisierung der Schulen voranbringen. Wir als FDP stehen ganz klar zum Ausbau der 3. Startbahn, also zum Ausbau des Münchner Flughafens. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die CSU möchte dieses Thema ja wieder auf nach der Wahl verschieben, wie sie es schon so oft gemacht hat. Und alle weiteren Punkte, ich weiß nicht, ob unser Programmentwurf schon kommuniziert ist. Er steht auf meine Frage. Aber noch nicht öffentlich.
Es gibt einen Programmentwurf, den die FDP schon erarbeitet hat. Der wird auf dem nächsten Landesparteitag in Bad Windsheim verabschiedet. Da werden Sie wahrscheinlich als Medienvertreter demnächst vorab eine Version bekommen. Da steht die liberale Modernisierungsagenda sehr detailliert beschrieben. Halten Sie es für einen Fehler, dass Herr Lindner davongelaufen ist? Vor was davongelaufen? In der Jamaika-Verhandlungen, weil Sie sind ja der Erste, der das jetzt zu spüren bekommen könnte. Und Sie haben es ja schon klar gesagt, dass er mit der FDP nicht regieren will. Sie haben jetzt den Anspruch erhoben. Herr Söder hat sich offenbar so nach einer Regierung mit den Grünen gesehnt, dass er dann so enttäuscht war, dass die FDP ihm diese Regierung nicht ermöglicht hat. Das kann er jetzt künftig dann seinen Wählern erklären, dass er diese Sehnsucht nach den Grünen hat. Nein, die FDP hat richtig gehandelt. Also ich persönlich habe immer den Standpunkt vertreten, dass Jamaika eine Chance hätte sein können für unser Land, wenn man gemeinsame Leitideen entwickelt hätte, um unser Land voranzubringen. Aber das war offenbar nicht der Fall, sondern offenbar saßen da zwei Parteien, die unbedingt miteinander koalieren wollten, nämlich CDU, CSU und Grüne. Und eine vierte Partei, die FDP, die man irgendwie als Mehrheitsbeschaffer gebraucht hat. Und Mehrheitsbeschaffer ist die Rolle, die wir als FDP nie mehr einnehmen werden. Und Haltung zu zeigen, ist, finde ich, nicht davonlaufen. Regieren um jeden Preis, wie es Martin gesagt hat, ist keine Option für die FDP. Der Herr Söder ist ja in seinen Koalitionsaussagen ja auch, sagen wir mal, kurzweilig sprunghaft. Uns hat er ausgeschlossen, dann wollte er mit den Grünen. Dann haben seine CSU-Unterstützer gesagt, nö, mit den Grünen wollen wir aber nicht. Dann hat er die jetzt auch ausgeschlossen. Mit der SPD, die ist ihm zu klein, mit denen will er auch nicht. Also momentan sehe ich, dass der Söder bei der Koalition einfach das macht, was der Horst Seehofer Jahrzehnte gemacht hat in Bayern in der Politik. Der springt von morgen zu Abend und dann dreht er sich wieder. Uns geht es nicht darum, ob uns der Herr Söder leiden kann oder nicht, sondern die einzige Frage bei der Koalition, wenn sie entsteht, ist, kann die das Land voranbringen? Können die Hausaufgaben, die liegen geblieben sind, Digitalisierung, Bildungsgerechtigkeit, Infrastruktur, können die gelöst werden oder nicht? Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, wir sollen wieder nur Mehrheitsbeschaffer für ein Weiter-so, diesmal in Bayern werden, dann wird es schwer, uns als Partner zu gewinnen. Aber das müssen erstmal die Wähler entscheiden. Die geben ja den Auftrag, okay, CSU, du kriegst 39%, FDP, du kriegst so, dass es reicht für die Koalition. Jetzt müsst ihr mal verhandeln. Der Auftrag, eine Koalition zu bilden, liegt noch nicht beim Herrn Söder. Die Wähler müssen entscheiden, was sie für Bayern wollen. Bitte, einfach mal. Hi. Welche Rolle wird denn der Herr Dün spielen in Ihrem Wahlkampf? Hat er Ihnen schon Unterstützung zugesagt? Zieht er sich jetzt zurück? Albert Dün ist Landtagskandidat. Albert Dün hat auch schon zugesagt, dass er mich auf der oberbayerischen Liste für Platz 1 vorschlagen wird. Albert Dün wird eine wichtige Rolle in diesem Landtagswahlkampf spielen. Albert Dün hat es hier geschafft, in der Urwahl als einer der zwei stärksten Kandidaten in die Stichwahl zu kommen. Das heißt, es gibt auch natürlich eine große Kraft in der Partei, die Albert Dün in diesem Wahlkampf an vorderster Front sehen will. Und selbstverständlich würde da eine starke Rolle spielen. Genauso wie andere Kandidaten eine starke Rolle spielen können. Ich habe eingangs gesagt, niemand kann die FDP allein in den Landtag führen. Als Team werden wir da erfolgreich sein und wir brauchen auch die unterschiedlichen Typen. Wir brauchen unterschiedliche Charaktere, auch unterschiedliche thematische Schwerpunkte. Da wird Albert Dün eine Rolle spielen, da werden aber auch viele andere Kandidaten eine Rolle spielen. Wir stellen unsere Listen ja am kommenden Wochenende auf. Zum Beispiel ja auch Herr Zeil und Herr Heubisch, das ist ja schon bekannt. Wie passen die denn zu einer neuen Generation Bayern? Also Herr Zeil und Herr Heubisch haben in der Legislaturperiode 2008 bis 2013 mehr getan, um eine neue Generation Bayern zu schaffen, als die CSU in den vergangenen 5 Jahren. Wenn ich daran denke, das Hochschulfreiheitsgesetz von Wolfgang Heubisch, wenn ich daran denke, die Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft, was Herr Zeil und Herr Heubisch gemeinsam erreicht haben mit den Technologietransferzentren, da wurde schon sehr viel gemacht, um Bayern voranzubringen. Also ich würde das nicht am Lebensalter festmachen. Ich sage aber auch, es hat natürlich seinen Grund, dass weder Martin Zeil noch Wolfgang Heubisch die FDP als Spitzenkandidat in die Wahl führen, sondern wir dokumentieren natürlich auch den Generationenwechsel, wir dokumentieren auch den Neuanfang, wir dokumentieren auch, dass die FDP 2018 eine andere FDP ist als die FDP 2013. Und das ist ja das, was unsere Mitglieder auch gemacht haben. Die haben Martin die Kapitänsbinde umgebunden. Aber wie wir es die ganze Zeit immer gesagt haben, wie es auch in der Bundestagswahl der Fall war, wir brauchen ein gemischtes Team. Die Erfahrenen, die Neuen, die frischen Ideen. Also insgesamt muss das Paket passen. Und da spielen Martin Zeil, Wolfgang Heubisch aufgrund ihrer Erfahrung natürlich schon eine Rolle. Aber in der Tat hat sich die
FDP in der APO stärker gewandelt, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnimmt. Wir haben uns neu aufgestellt, innerlich neu aufgestellt, personell neu aufgestellt. Die Urwahl an für sich ist auch ein Beispiel dafür, dass wir Sachen neu angehen. Und dann geht es zum Schluss eben darum, dieses Team mit Stärken zu bauen, so dass es dem Wähler am besten passt. Und dafür brauchen wir auch Erfahrene und eben Neue. Ja, wenn Sie sonst weiter keine Fragen haben, da hinten stehen noch zwei volle Kannen Kaffee. Bitte bedienen Sie sich. In 2 Wochen beraten wir, wie gesagt, unser Landtagswahlprogramm, eine neue Generation Bayern. Wir wollen eine neue Generation Bayern, ein Land, das die Herausforderungen annimmt. Die Hausaufgaben schließen übrigens auch bei den Wohnkosten, die uns davonlaufen, wo zu wenig getan wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit allem Weiteren, was wir machen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche und viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.